Jo Leute, willkommen zurück zu Plaguing Evolved. Wir spielen dieses Mal wieder ein offizielles Szenario, einfach weil ich die cool finde. Und ich habe mir dieses Mal Piratenplage ausgesucht. Die Meerespiraterie schnellt weltweit in die Höhe und stellt eine große Bedrohung für den internationalen Schiffshandel dar. Der Transport und der Handel über das Meer sind deutlich zurückgegangen und wirken sich auf das Reiseverhalten der Menschen aus. Wie soll nun irgendjemand nach Grönland kommen? Hier ist es so, man kann sich die Krankheit aussuchen, mit der man das machen möchte. Wie ihr seht, ich habe das noch mit keiner einzigen geschafft. Ich habe mir überlegt, das geht relativ einfach mit dem Neuraxwurm. Der Neuraxwurm scheißt einfach komplett drauf, was die machen. Das fände ich zu einfach. Darum habe ich gesagt, ich möchte auch nicht sowas wie den Virus oder so machen, der halt irre schwierig wäre damit. Weil da wüsste ich halt wirklich nicht, wenn gar kein Schiff nach Grönland anlegt, dann wüsste ich nicht, wie ich nach Grönland hinkommen sollte. Oder sowas wie Madagaskar oder sowas. Darum habe ich mir gedacht, jetzt werden wir den Pilz benutzen. Da hätte ich zumindest eine Möglichkeit. Und dementsprechend werden wir das, denke ich, ganz gut hinbekommen. Grenzüberschreitung. Wir können ja den Wasserbonus nehmen. Statische Fähigkeiten. Ja, statische Fähigkeiten ist beim Pilz gar nicht mal so schlecht. Wir spielen auf normal, spielen den Giftpilz. Und deine Wahl, Pilz. Um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln und die Seuche und dich auf der Welt ausbreiten. Lösche die Menschheit mit der ultimativen Seuche aus. Gut, dann tun wir das mal. Startgebiet wählen. Das ist sogar eine ziemlich schwierige Frage. Ich denke aber, dass wir in Zentralafrika gar nicht mal so verkehrt sind. Giftpilz befällt Zentralafrika. Ja. Übertragung ist ja beim Pilz eher so, ja, nicht so die Stärke, aber hat halt den Vorteil, man kann diese explosionsartigen Porenausstoßungen erforschen, die halt wirklich echt praktisch sind. Vor allem in ländlichen Gebieten, aber ich glaube, das wird das sein, wo wir am Anfang erstmal drauf spielen werden. Also ihr seht, da ist jetzt ein Boot unterwegs. Ich werde dieses Mal sofort dran denken, es schneller zu stellen. Es sind echt wenig Boote unterwegs. So, das könnte echt schwierig werden. Wolf time slower than thought. Research of free. Okay. Gibt's neue Events oder warum ist das auf Englisch? Oh, wir haben Zysten mutiert. Das ist nicht so geil. Wobei ich glaube, die erhöhen auch die Ansteckungsgefahr, ne? Ja. Es ist halt nicht ganz verkehrt. Darum, werde ich es dabei erstmal belassen. Wir fokussieren uns jetzt erstmal hier unten auf Afrika, dass wir in Afrika möglichst groß werden. Weil dann lohnt sich die Explosion halt eher. So. Das ist schon mal für die urbanen Gebiete jetzt die Taube gewesen. So. Ich glaube, hilft auch noch bei der Grenzüberschreitung. Wenn man die Vogelgrippe da erforscht. Wie heißt das Ding eigentlich? Vogel. Heißt einfach nur Vogel. Ja, Landesübertragung. Das Problem ist, fördert leider auch die Mutationschance. Ja, okay. Den lassen wir noch durchgehen. Aber ihr seht, die Schwere ist halt auch schon da. So,
Klick. Irgendwie komme ich da jetzt gerade nicht so gut weg. Ich weiß auch nicht warum. So, Ausschlag ist, glaube ich, jetzt zu viel. Wir werden den hier zurückentwickeln. Nee, noch nicht. Ich möchte halt wirklich erstmal den Großteil von Afrika jetzt befallen haben. Infiziert haben. Weil ich nicht weiß, ob befallen haben richtig ist. Grammatikalisch. So. Weil dann bin ich, glaube ich, schon mal in Madagaskar drin. So. Ich hoffe, ich komme jetzt direkt in Madagaskar rein. Komme ich? Komme ich nicht? Komme ich? Komme ich nicht? Komme ich offensichtlich nicht. Um ein neues Land zu infizieren. Also es ist random, welches Land angenommen wird, scheint mir fast so. Ich erforsche, denke ich mal, direkt mehr, damit wir so ein paar Länder Startpunkte haben. Und wir sind jetzt leider, glaube ich, schon in dem ein oder anderen etwas reicheren Land drin. Entschuldigt. So, jetzt hat die Forschung angefangen. Und jetzt sollten wir gucken, dass wir die ganze Welt mal anfangen zu infizieren. So, Ansteckungsgefahr ist jetzt ziemlich hoch. Jetzt ploppen auf jeden Fall überall erstmal welche auf. So, jetzt sind wir nämlich schon in Grönland drin. Und eventuell hätte ich vorher auf Pause drücken sollen. Ist egal, passiert. Es wurden Fehler gemacht. So. Wie gesagt, erstmal jetzt auf etwas reichere Länder auch noch umsteigen. Übelkeit. Also jetzt kann er mutieren, wie er Bock hat, weil jetzt ist die Forschung sowieso in Gange und dementsprechend ist das wurscht. Wir kommen aus einem warmen Land, deswegen brauchen wir die Wärme erstmal noch nicht übertragen. Ach, resistenzieren. Und dementsprechend werde ich mich erstmal darum kümmern, dass wir überall drin sind gleich. Niesen ist auch gut. Erhöht die Ansteckungsgefahr auch nochmal um einiges. So, jetzt ist die Frage. Geht es in Grönland so schleppend, weil... Ah, okay. Jetzt geht's los in Grönland. So, Kanada haben wir auch. Da ist die Karibik jetzt auch befallen. Karibik, Island, Kanada sind die letzten. Karibik. Ja, das ist egal. Wow, das gibt ganz schön viel. Es gab jetzt für einen Hin- und Rückflug 6 Punkte. 4 für den ersten und 6 für den zweiten. Das war gar nicht mal so wenig. Wir nehmen einmal den Weg, würde ich sagen. Echt? Das ist noch nicht absolut tödlich. Wow. Wir müssen einmal gucken. Ja, es ist kein Mensch mehr gesund. 3 und 5! Das war jetzt ziemlich hart. Lungenödem ist schön, dass das so mutiert ist. Machen wir das, würde ich sagen. Wir können auch noch ein bisschen die Produktivität senken.
Und wir haben mehr als genug Punkte. Also, wenn ich das jetzt nicht schaffe, das wird eine ziemlich gute Runde. Ja, das Vereinigten Königreiche zerfallen. Das ist nicht so tragisch. Nekrose könnten wir noch eventuell erforschen, aber Projektilwürgen-Kombo. Also seht, die Kombo ist einfach geil. Ups, Symptom-Kombo. So viel brauchen wir gar nicht mehr. Giftpilz wird die Menschheit ausrotten. Habe ich gerade getan. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Das war erstaunlich einfach. Ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Wenn ich ehrlich bin. Der Neurex-Wurm wäre da, glaube ich, sogar nicht viel besser gewesen. Wobei ich da so eine Zwischenphase hatte, wo ich komischerweise gestockt habe. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Na gut. Okay, Leute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Konntet wieder mal ein Szenario sehen. Ich denke mal, nächstes Mal werde ich wieder ein normales Spiel spielen. Und wobei die Szenarien richtig Bock machen. Ich muss aber mal wieder eins finden, was mit customized Krankheiten ist. Und nicht so den Standardkrankheiten halt. Na gut, Leute, ich wünsche euch noch einen entspannten Tag. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Clanging Wolf. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.